Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Es ist ja wunderschönes Wetter. Ihr seht im Hintergrund, die Sonne scheint. Es ist eigentlich schon wieder Frühlingswetter. Richtig toll. Ich hoffe, ihr habt das Wetter genießen können und wart viel draußen an der frischen Luft. Ich habe mich jetzt aber noch ein bisschen hingesetzt und möchte ein Video für euch abdrehen. Und zwar habe ich mir gedacht, wie ihr es schon im Titel lesen könnt, dass wir heute mal einen herbstlichen Look abdrehen zusammen. Und da habe ich mir gedacht, benutze ich mal die wunderschöne Palette von Essence, die ich von der Laura zugeschickt bekommen habe. Das Video dazu findet ihr auch in der Infobox. Ich verlinke es euch, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Schaut gerne auch auf meinem Instagram-Account vorbei. Ich schreibe euch den Namen unten hin und verlinke es auch in der Infobox. Könnt ihr einfach draufklicken, da werdet ihr direkt dahin geleitet. Ich versuche euch einfach im Alltag mitzunehmen und ein bisschen Einblicke in mein Leben zu geben. Dann hoffe ich, dass ihr gespannt seid, euch genauso sehr auf den Look freut wie ich. Ich weiß noch nicht, was es wird. Ich werde es jetzt ganz spontan machen. Dann würde ich euch jetzt ein bisschen näher ranholen und würde sagen, starten wir mit dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So ihr Lieben, das ist die ungeschminkte Wahrheit. Foundation und ähnliches werde ich nicht auftragen, denn wie ihr es vielleicht in den letzten Videos schon gesehen habt, bin ich noch nicht so der Freund von Foundation geworden. Ich habe aber auch noch nicht die richtige für mich gefunden. Ich hoffe, das passt soweit, man kann alles sehen und dann würde ich sagen, starten wir mal. Wie ihr wisst, bin ich ein kleiner Blindfuchs, das heißt, ich nehme hier meinen Spiegel zur Hand und dann hoffe ich, dass das soweit klappt und ihr alles mitsehen könnt. Als Primer benutze ich aktuell den von Art Deco, den werde ich jetzt auftragen und dann können wir so langsam mit dem Augen-Make-up starten. So, dann werde ich einen fluffigen Pinsel nehmen, gehe in die tolle Palette rein, dann schauen wir mal. Und zwar würde ich sagen, wir starten erstmal mit einem hellen Ton einfach zur Grundierung. Dann können wir da ganz normal aufbauen. Und da würde ich jetzt dieses helle Beige dazu nehmen. Und dann können wir nach und nach aufbauen, die Farben. So, dann haben wir schon mal eine Grundierung geschafft und dann schaue ich jetzt mal. Ich glaube, wir bauen das alles so nach und nach auf. Da würde ich jetzt erstmal hier in dieses Braun gehen und dann vielleicht nochmal ein ganz kleines bisschen von dem dunkleren, weil ich möchte unbedingt das Rot ausprobieren. Und ja, dann würde ich sagen, bauen wir so nach und nach ein bisschen tiefer in der Lidfalte auf und schauen mal, was dabei rauskommt. Falls es wackelt, das hatte ich im letzten Video schon erwähnt, ich habe mir so eine Konstruktion gebaut, also es tut mir leid. Der Tisch, wo nämlich die Kamera draufsteht, der wackelt ein bisschen und ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm für euch. Ich gebe mir Mühe, nicht so oft da dran zu stoßen, okay? Jetzt habe ich was von dem dunkleren Braun schon genommen. Und baue so langsam immer mehr davon auf und ich finde, es sieht schon richtig gut aus. Ich nehme das Rot erstmal mit so einem flachen Pinsel und werde es mal in der Lidfalte ein bisschen auftragen, um zu gucken, wie kräftig das letztendlich rauskommt. Also ich war jetzt kurz in der Farbe und habe noch mal ein bisschen abgestrichen, weil das wirklich viel ist. Vielleicht benutzen wir das sogar fürs ganze Lid. Ich teste das jetzt mal. Ich muss zugeben, ich habe noch nie roten Lippenstift. Er hat noch nie roten Lidschatten benutzt. Ja, also roten Lippenstift würde ich mir für gewöhnlich auch nicht aufs Auge schmieren. Also, ich finde, man sieht es schon richtig schön. Man könnte es natürlich auch mit einem
Mit dem Setting Spray oder einfach ein bisschen Wasser kann man das natürlich intensivieren, aber ich finde es eigentlich so ganz schön und ich werde es auch dann so bei dem anderen Auge machen und dann würde ich sagen, erledige ich das und dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist so ein richtig schöner rotbrauner Ton geworden, finde ich echt toll. Und dann würde ich jetzt noch ein bisschen mit Gold in der Mitte arbeiten und ich würde aber auch die gleichen Farben noch nehmen und unten am Wimpernkranz ein bisschen verstärken, damit es einfach ein bisschen rauchiger und smokiger aussieht. It's so dark, it's so dark out here in space. And it's been so long, been so long. Und dann würde ich jetzt schon die Highlights unter der Augenbraue und im inneren Augenwinkel auftragen. Und für unter die Augenbraue würde ich, glaube ich, dieses Weiß oder helle Beige nehmen. Und im Augenwinkel würde ich dann ein bisschen mit dem Gold das mischen. Und im inneren Augenwinkel, oder besser gesagt, auf dem beweglichen Lid würde ich nochmal ein bisschen von dem Schimmerton auftragen. Einfach, dass wir nochmal so ein bisschen Schimmer mit drin haben und so die erdigen Töne nochmal mit aufgegriffen haben. Dafür nehme ich am liebsten immer einen Finger. Fange natürlich mit der hellsten Farbe an, ist ja logisch. Und dann arbeite ich mich jetzt mal vor und dann können wir auch schon mit den Wimpern und vor allem auch mit dem Lidstrich anfangen, weil der darf natürlich bei mir nie fehlen. Since I've seen a face, my eyes are stressed, but I can see the void between you and me. And I feel like I'm going insane. Help me, is anybody there? Ich habe es dann doch mit dem Pinsel auch noch ein bisschen verwischt und ich finde jetzt mit dem Gold wirkt es dann nicht ganz so hart, sondern einfach ein bisschen weicher und schöner. Ich fange jetzt an und nehme erstmal diesen Ton, wie ich gesagt habe. Und werde den auch erstmal mit dem Finger auftragen, dann gegebenenfalls mit dem Finger mit dem Pinsel nochmal verblenden. So sehen die Lidschatten jetzt aus. So, mit dem Lidschatten wäre es das soweit. Also falls euch interessiert, diese Palette ist es, mit der ich mich jetzt geschminkt habe. Und in der Wimpernkranz haben wir das ja auch gemacht. Ich habe dann vorne noch ein bisschen Highlight reingezogen. Und jetzt würde ich meinen Lidstrich ziehen. Und dafür nehme ich wieder meinen von Alco London mein Fat Liquid Eyeliner in Black. Sorry ihr Lieben, jetzt ist die Kamera gerade ausgegangen, weil der Speicher voll war. Ich habe jetzt mal die Eyeliner gezogen, ist doch ein bisschen dicker geworden als geplant. Weil ich schon mal angefragt wurde, wenn ihr Interesse daran hättet, dass ich euch mal genau zeige, wie ich meinen Eyeliner ziehe, um euch vielleicht ein paar Tipps zu geben, wie ihr das mal ausprobieren könntet, dass es bei euch ein bisschen besser hinhaut, wenn ihr da ein bisschen am Struggeln seid, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, damit ich sehe, dass es euch interessiert oder schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann können wir das natürlich sehr gerne mal in Angriff nehmen. Ich würde mir jetzt auch ganz schnell die Wimpern tuschen und dann sind wir gleich wieder zurück und machen die Lippen. So, meine Lieben, wie ihr seht, habe ich jetzt meine Wimpern getuscht und wie ihr unschwer erkennen könnt, auch meine Fake Lashes, die Magnetwimpern, die ich derzeit teste, drauf gemacht. Ich kann es noch nicht perfekt, es ist jetzt erst das zweite Mal, dass es richtig gut geklappt hat mit dem Auftragen, da bin ich ganz ehrlich. Da brauche ich auch ein bisschen Übung. Ich muss es jetzt mal testen. Ich möchte mir auch noch mal welche bei Amazon bestellen und wenn ich dann weiß, welche richtig gut sind und wie das richtig funktioniert, mache ich da euch gerne auch ein Video drüber, wenn euch das interessiert. Jetzt würde ich sagen, machen wir noch geschwind die Lippen, damit wir dann den Look vollständig abschließen können. Und da habe ich einmal von Essence, von Essence so ein Lip Liner, dann nennt sich die Farbe 14 Femme Fetal.
Und dann hat die liebe Laura mir noch einen geschickt, Velvet Matte Lipstick in der Farbe 09. Ich weiß nicht, ob die neu sind, die Verpackung kenne ich zumindest noch nicht. Dann würde ich jetzt geschwind den Lip Liner auftragen, dann den Lippenstift und dann haben wir auch schon den fertigen Look. Ihr seht, male ich die ganzen Lippen damit aus, weil ich einfach das Gefühl habe, dass der Lippenstift ein bisschen länger hält. So, das ist so ein richtig schönes, dunkleres, herbstliches Rot, finde ich, so ein Rotbraun schon fast. Oh, und der riecht so gut. So, der Lippenstift ist jetzt zwar ein bisschen krass, aber für mich finde ich total cool und schön und würde ich sogar so im Alltag tragen. Ist jetzt ein bisschen rötlicher, habe ich gesehen, durch den Lip Liner. Also bräuchte ich ein bisschen so einen bräunlicheren. Finde es aber gar nicht schlimm, finde ich richtig toll. Und dann zeige ich euch jetzt nochmal den fertigen Look, auch bei Tageslicht und blende euch auch gegebenenfalls noch ein paar Bilder ein. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da, Verbesserungsvorschläge, was ihr als nächstes sehen wollt oder was euch ganz besonders an dem Look gefallen hat. Und abonnieren natürlich nicht vergessen und die Glocke aktivieren, damit ihr keines meiner Videos verpasst. Und dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald im nächsten Video sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.